Ich bin Alice Brauner, mit ganzer voller Leidenschaft Filmproduzentin und gleichzeitig aber auch noch Studiobesitzerin. Ja, das hört sich ein bisschen merkwürdig an, Studiobesitzerin, aber tatsächlich, mein Vater hat hier, wo wir uns gerade befinden, vor 67 Jahren Filmstudios aus einer Giftgasfabrik entstehen lassen. Ich finde Loyalität unglaublich wichtig, Ehrlichkeit unglaublich wichtig. Mut, Stärke, Streitbarkeit. Also man kann ruhig auch streitbar sein. Man muss nicht everybody's darling sein. Das finde ich sehr wichtig und natürlich ganz extrem der Biss. Und wenn ich falle, muss ich wieder aufstehen. Das ist kein Spruch, das muss ich wirklich tun. Also wenn es zum Bruch kommt, wer auch immer Schuld hat oder auch wenn beide Schuld haben, sind die Männer nicht so leidenschaftlich gern bereit, Alimente zu bezahlen oder die Frau dann auch noch zu unterstützen, auch wenn sie jahrelang der Familie ihren Beruf geopfert hat. Insofern kann ich jungen Frauen nur empfehlen, dass sie irgendwie sich absichern müssen, sei es durch Ausbildung, Studium, schon gearbeitet haben, Mutterschutz. Also ich würde keiner Frau mehr raten, heute nach dem Studium sofort schwanger zu werden. Also es gibt mittlerweile ganz viele Strömungen und auch Organisationen, zum Beispiel Pro Quote Regie, die dafür gesorgt haben, dass bedeutend mehr weibliche Regisseurinnen mittlerweile bei Auftragsproduktionen eingesetzt werden. Also viel, viel mehr. Und wir sind jetzt mit der Filmförderungsanstalt seit mehreren Monaten im Gespräch. Es gibt eine Gruppe Pro Quote Produktion, da bin ich auch drin. Das sind 15 Frauen, also auch die Produzentin von Toni Erdmann und diverse andere wirklich herausragende Produzentinnen. Zieler sind auch in der Gruppe mit drin. Da überlegen wir gerade, welche Möglichkeiten wir haben, tatsächlich Frauen auch in der Produktion zu stärken. Erstmal bin ich der Meinung, dass in Deutschland unbedingt ein Zentralabitur angeschafft werden sollte, aber nicht nur in drei Fächern, sondern ein komplettes Zentralabitur mit den gleichen Prüfungsfragen für alle und dass unbedingt auch an den Schulen sozusagen es muss im Prinzip ein einheitliches Rahmenbildungsprogramm geben, was in welchem Fach wie gelernt werden soll, aber es muss einheitlich sein. Man hat alleine in Deutschland so drastische Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, das darf nicht sein. Wenn also Deutschland international wettbewerbsfähig sein will, dann muss hier definitiv ein einheitliches Schulbildungsprogramm aufgestellt werden, was für alle Schulen gilt, mit einem Zentralabitur. Das ist ganz wesentlich, finde ich. Ehrlich gesagt, an erster Stelle ganz klar meine Mutter. Das ist für mich, es gibt keinen besseren Menschen, es gab keinen besseren Menschen auf der Welt. So stark, so mutig, so tapfer, vielleicht wieder ans Wein, wirklich tapfer. Trotzdem das größte Herz, was ich einem Menschen nur vorstellen kann. Es gibt aber, das sehe nicht nur ich so, da kann man die ganze Welt fragen. Das ist für mich in erster Linie wirklich absolute Quelle meiner Inspiration. Ich muss aber auch sagen, dass ich von Jüngeren, also selbst von meinen Söhnen, sehr viel lerne und mitnehme. Und dann kommen natürlich Begegnungen, die man im Leben hatte, zum Beispiel mit dem Professor, bei dem ich promoviert habe, Wolfgang Benz, am Zentrum für Antisemitismusforschung. Der hat schon auch meine Denkweise recht geprägt. Danke. Viele Dienstleistungsberufe werden wegfallen und daher sollten sich heute vielleicht junge Frauen darauf konzentrieren, tatsächlich mal ein bisschen mehr IT zu studieren, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Ingenieurswesen. Das sind ja offensichtlich die Berufe der Zukunft, das kann man auch überall nachlesen. Aber wenn sie so kreativ lustig sind wie ich, dann sollen sie zu uns in die Filmbranche kommen.